Und jetzt die erste Rede des Innenministers hier im Hohen Haus. Hohes Haus, Herr Bundeskanzler, Vizekanzler, Herr Präsident, werte Abgeordnete, werte Damen und Herren, hier im Haus auf den Rängen, werte Regierungskollegen, Entschuldigung, werte Damen und Herren an den Fernsehgeräten. Ich freue mich, dass ich hier ganz kurz meine zukünftige Arbeit, die ich in einem großen, exzellenten Team erledigen darf, Ihnen ganz kurz skizzieren darf und kann. Ich nehme das, was also von den einzelnen Rednern der Fraktionen, den Clubleuten hier auch mir mitgegeben wurde, sehr ernst. Und die Kritik ist immer dazu da, um seine eigenen Standpunkte zu überprüfen und zu sehen, was kann man in der zukünftigen Entwicklung verbessern. Denn es geht nicht um eine Person, es geht auch nicht um die Regierung alleine, sondern es geht vor allem um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher, meine Damen und Herren. Es geht um das, was sich die Menschen von uns erwarten, dass wir alles unternehmen, dass auf der einen Seite der hohe Standard der Sicherheit in Österreich, aber auf der anderen Seite auch ihre Sorgen, ihre Ängste und ihre Nöte sehr ernst genommen werden. Und da ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass man sich immer wieder vor Ort ein Bild macht. Ich war sehr bald draußen, um zu sehen, wie die Arbeit eigentlich vor Ort vorgeht, vor sich geht. Natürlich hat man schon als Regierungsmitglied einer Landesregierung viel Erfahrung und viel Kontakt mit der Polizei draußen vor Ort. Was ich aber jetzt erlebe, zeigt ein Haus von der Herrengasse ausgehend bis in letzten Dienststellen hinein, das hervorragend geführt wurde, das schlussendlich exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und das darf ich hier und das ich von den Vorrednern auch schon zum Ausdruck bringen, das ist durch meine Vorgängerin, Frau Bundesminister AD und die nunmehrige Landeshauptmann-Stellvertreterin Niederösterreicher Hanna Mikl-Leitner ganz exzellent geführt worden. Ich darf auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön ihr entbieten. Ein Dankeschön in zweifacher Hinsicht, dass sie auch in schwierigen Zeiten sich immer wieder vor ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt hat, dass sie die Sicherheitsinteressen Österreichs gewahrt hat und nie die europäische Dimension außer Acht gelassen hat. In diesem Sinne möchte ich auch Ihren Kurs weiterentwickeln. Ich bin so quasi jetzt in der neuen Funktion auch in einer sehr positiven Zeit in das Amt gekommen, dass ein Budgetrahmen verabschiedet wird, der auch sehr klar der Sicherheitspolitik ein großes Augenmerk widmet. Mit meinem Regierungskollegen Hans-Peter Doskozil auch in der Ausrichtung, gerade wenn es um die sicherheitspolitischen Anliegen im Gesamten geht, auch eines Sinnes, ist es für uns ganz wesentlich, dass wir auch die finanziellen Rahmen dergestalt haben, dass wir diese Aufgaben auch erfüllen können. Daher dem Finanzminister und seinem Team ein herzliches Dankeschön, dass das auch in dieser Form als Sicherheitspaket auch gewürdigt wird, dass wir auch in der Perspektive bis 2020 das auch umsetzen können. Denn es ist auf der einen Seite so, dass gerade in der Struktur unserer Exekutive einige Pensionierungen anstehen und auf der anderen Seite sollten wir uns klar sein, dass die Fragen der Integration uns fordern werden und dass wir auch jetzt schon letztendlich mit einzelnen Anstiegszahlen der Kriminalität zu kämpfen haben und dass wir alles unternehmen müssen, gerade auch nicht nur mit einer gut ausgerüsteten, sondern auch personell gut ausgestatteten Exekutive dem zu begegnen. Daher werden diese Investitionsmittel vor allem in die Personalausstattung gehen, aber nicht nur in die Personalausstattung, sondern auch in die Personalentwicklung, weil die internationale Kriminalität ja gerade, was ihre Machenschaften betrifft, in der Wirtschaftskriminalität, in der Internetkriminalität nicht stehen bleibt. Hier auszubilden, etwas ganz was Wesentliches für uns, die Ausrüstung auf den letzten Stand zu bringen ist, um damit auch klar zu signalisieren, dass wir auch gerüstet sind für die kommenden Aufgaben. Es wird heute noch im Hohen Haus ein Gesetz diskutiert und verabschiedet, das für uns ganz wesentlich ist, diese Aufgaben auch erfüllen zu können. Und da sei auch eines gesagt, es ist nicht aus Jux und Tollerei, weil man vielleicht in einen nicht adäquaten Nationalismus zurückfällt, sondern es ist deshalb notwendig, weil die Europäische Union und einzelne Gliedstaaten ihre Aufgaben nicht erfüllen können
oder auch erfüllen wollen. Wenn Österreich heute 10,5 Asylwerber hat pro 1000 Einwohner und Italien 1,5 und Italien nicht bereit ist bislang, da hoffe ich, dass ich doch in den nächsten Tagen auch die Mitglieder der italienischen Regierung überzeugen kann, hier Maßnahmen zu setzen. Dann ist es nicht ein österreichisches Problem zuerst, sondern ein europäisches. Wenn 9 Vertragsverletzungsverfahren geleitet wurden und keines zu einer Verurteilung führt, dann, meine Damen und Herren, werden wir auf der europäischen Ebene, dann nehme ich gerne alle Mithilfe an, die Sie uns anbieten, Europa zu überzeugen, zu einem gemeinsamen Entwurf zu kommen. Aber auf der anderen Seite ist es klar, die Sicherheitsinteressen unserer Landsleute gehen bevor. Dem muss sich ein Innenminister als erstes verpflichtet fühlen. Der Ministerpräsident Wilson hat einmal gemeint, regieren heißt Prioritäten setzen. Und das wollen wir. Wir wollen in unserem Ministerium Prioritäten setzen. Die Bekämpfung der Kriminalität, der Schlepperkriminalität, der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität und vor allem auch der Bekämpfung des Terrors. Das ist für uns die oberste Priorität, weil gerade diese Kriminalitätsakte erstens Menschen, die nichts dafür können, in ganz besondere Lagen bringen und auf der anderen Seite, weil sie auch das Sicherheitsgefühl dieses Landes aufs Schwerste beeinträchtigen. Genauso wollen wir aber mit der Aktion Gemeinsam sicher, die meine Vorgängerin gestartet hat, ganz dezidiert hinausgehen in die Gemeinden. Es ist ganz wesentlich, dass Sicherheit auch ein Anliegen der Bevölkerung sein muss. Jeder in seiner Eigenverantwortung, sein Haus zu schützen, auch etwas wahrzunehmen. Wir wollen nicht eine Gesellschaft des Wegsehens, wir wollen eine Gesellschaft des Hinsehens, dort, wo kriminelle Akte vorbereitet werden oder gesetzt werden. Das ist dem, was wir uns verpflichtet fühlen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Ende kommen. Ich bitte um Ihre Diskussion. Masaryk, der erste Präsident der Tschechischen Republik, hat einmal gemeint, Demokratie ist Diskutieren, aber es wird nicht nur ums Diskutieren gehen, es wird auch darum gehen, zu handeln. Dem fühle ich mich verpflichtet und daher auch hier am Schluss meiner Ausführungen ein herzliches Dankeschön für jenen und an jene Damen und Herren, die tagtäglich handeln. An der Grenze zwischen Burgenland und Ungarn, wo ein Grenzmanagement aufgezogen wird, dass die Leute, und ich war dort und da bin ich mit ihnen unterhalten, auch verstehen und auch akzeptieren, wenn sie etwas langsam über die Grenze kommen. Bei den Polizisten in Tirol, die dort sorgsam mit den Demonstranten umgegangen sind, aber auch klar die Rechtsstaatlichkeit verteidigt haben. Und der Rechtsstaatlichkeit fühlen wir uns wohl alle verpflichtet. Dankeschön. Das war die erste Rede hier im Plenarsaal des Nationalrats von Innenminister Wolfgang Sobotka.